Da 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 da, ich stell mich grad so blöde an. Da 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 da, dass ich es echt nicht glauben kann. Zumindest jetzt schon mal der Alarm aus. Ja, aber ich weiß, dass der Alarm ausgemacht ist. Stell dir vor, ich habe ihn gerade höchstpersönlich ausgemacht. Gut, ich weiß zumindest jetzt schon mal die Spots von den Weisen. Na. Ah. Oh, der Panic Room unten wäre Tatsache. Ey, das ist ja mal voll geil, Panic Room unten. Easy. Also mit dem Panic Room unten hab, muss mir zumindest keine Sorgen um den FBI-Direktor machen. Ja, natürlich stellt er sich dahin. Wohin soll er denn auch sonst gehen? Ich hab grad echt kurz... Aber natürlich steht da trotzdem einer. Nee, ey. Ja. Geil, zwei Guards da oben. Dritter Kevin hier herum. FBI-Direktor ist eigentlich der Beste, weil eigentlich liegt er sich ganz gut hin. Bitte komm jetzt einfach her, mach dich nicht so lang, bitte nicht, bitte einfach nicht. Danke, 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 danke. Nein. Na schön, eine Keycard haben wir zumindest schon mal. So. Mit der E-Mail wird ein bisschen kniffliger. Das Problem ist nämlich, dass wir da wirklich Glück brauchen mal wieder. Und was Glück angeht, ihr wisst ja, damit habe ich es nicht so sehr. Also auf jeden Fall ist... Endlol. Als zumindest... Uff. Das Problem ist halt, wobei, nee, kein Problem, doch, doch. Also ich weiß, wo wir unsere E-Mail herkriegen. Keycard haben wir jetzt auch schon die zweite, also ich weiß zumindest, wo wir alles herkriegen. Problem ist halt, ich muss trotzdem eine Age nach oben, weil dort mindestens zwei Beweisstücke sind. Ich tendiere sogar eher zu dreien. Ich weiß nicht, will der mit seinem Scheinwerferlicht hier die Pflanze zur Photosynthese anregen, oder... Selbst ich weiß, dass das eine voll idiotische Idee ist. Geil. Geil. Ja, ich habe jetzt einmal eine Runde gedreht, ne? Geil. Gut, haben wir hier unsere drei... Ja, gut, da sind zwei Beweisstücke, passt. Also wenn der weiter in die Bar anschaut und sich überlegt, welche Getränke der hier mitsnacken will, dann, ja, haben wir ein Problem.
Kaum geht der eine Dumme, kommt der zweite. Ich find's echt lächerlich. Achso, ich habe eine Keycard, ne? Genau. Was hat mich da jetzt gerade entdeckt? Das hat mich da gerade entdeckt. Knapp, yes, 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 yes. Keep track, guys. Gut, also solange Captain Kitsky hier jetzt weiter rumronnen wird, werde ich ja wahrscheinlich... Boah, Alter, ey! Ist ja Vollidiotentreff, oder was? Was? Tut mir leid, ich möchte mich nicht an diese Sprache anpassen. So. Haben wir zumindest schon mal... 1 von 8. Tja, der Freund da hinten, den werden wir anscheinend auch nicht so schnell los. Ach ja, da oben. Da oben ist meine Drohne. Hey, Drohne. Hallo. Bitte ein Foto von mir für den Passport. Gut, wir haben jetzt schon mal... Wie viel haben wir denn jetzt? Die drei da, dann die drei da. Das heißt doch jetzt eigentlich, das war jetzt doch schei. Das wär's doch schon mindestens eigentlich 6 sicher haben, ne? Also ja, sicher jetzt halt relativ 4 von 6. Die anderen beiden von oben muss ich halt noch holen, aber... Genau, dann ist hier Nummer 4. Nummer 3. Zählen muss man können, ne? Geil. Geil. Eiskalt den Sprung verkackt. Und dann kommt jetzt Nummer 4. Dann ist der da. Und Nummer 4. Knappe Sache. Gut, dann ist da hinten wieder eine Guard. Bei der muss ich jetzt auch mal ganz kurz aufpassen, nicht, dass ich in die reinrenne. Wäre jetzt keine Besonderheit. Das Problem ist halt, Computer ist eigentlich das Schlechteste, was man kriegen kann. So, und zwar wirklich das Allerschlechteste. Bei allen anderen Sachen kann man vielleicht noch was mit Skill und allem drum und dran erreichen. Weil Telefon wäre am easiesten, da braucht man halt nur das kleine Minimum am Skill, um sich halt einmal rauszuschleichen und dann wieder reinzuschleichen. Keycard ist halt schon ein bisschen kniffliger, da muss man halt schon zum Teil ein bisschen suchen und halt mal Skill beweisen, dass man halt nicht gespottet wird beim Suchen. Aber der PC basiert halt einfach nur auf Luck. Ihr müsst halt gucken, dass keine Guard in der Nähe ist, dann müsst ihr den PC aktivieren, dann hackt der halt 30 Sekunden. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr in diesen 30 Sekunden nicht gespottet werdet. Also, dass dieser PC nicht gespottet wird. Die Guards hören das übrigens. Also, das heißt, wenn dort zufällig eine Guard in der Nähe ist, dann seid ihr gefickt. Alter! Runter! Also, ohne Scheiß, Leute, ne? Die Missy macht mich zum Teil... Oh, ich wünschte, ich würde echt einiges dafür geben, dass ich jetzt meine Leben sehen könnte. Weil ich will jetzt halt nicht irgendwo runterspringen und dann sterben. Das wäre echt ziemlich scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass oben einer der PCs ist. Weil normalerweise ist in der unteren Etage einer, aber der steht da nicht.
Wenn er jetzt sagt, wir brauchen den PC zum Hacken. Wie gesagt, entweder ist da einer. Also es gibt zwei. Ich weiß, dass es zwei gibt, weil ich hatte in einer Mission schon mal zwei PCs entdeckt. Das heißt, es gibt mindestens zwei. So, und jetzt muss ich halt gucken. Ich hoffe, dass es da oben einen gibt, sonst... Also, sagen wir es... Wobei, meh. Eigentlich ist es eigentlich nicht so schlimm. Am schlimmsten ist halt der PC unten in dem einen Geschirrspielhaus, sag ich mal. Weil dort kann man halt wirklich gar nichts machen. Da muss man wirklich, da ist man einfach auf Gottes Gnaden angewiesen. Jetzt, wo hier gerade oben jeder, aber wirklich jeder runtergeht und irgendwie seine eigenen Wege geht, denke ich, dass die Chance, dass, falls oben ein PC ist und ich den jetzt anfange zu hacken, eigentlich ziemlich groß ist, dass nichts passiert. Also zunächst einmal holen wir uns jetzt hier das letzte Beweisstück. Das hier auch noch. Scheiße, hier ist kein PC. Na, ich weiß, wo der Platz ist, wo ich hin muss. Sagen wir es so. Aber... Mein lieber Schwan, du, das wird echt nicht einfach werden. Ich genehmige mir mal wieder einen Chip. Zumindest kann ich jetzt mit absoluter Sicherheit sagen, dass oben alles leer ist. Die letzten beiden sind in einem anderen Gebäude truckt, jawohl. Im anderen Gebäude truckt ganz oben. Ich werde jetzt nicht runtergehen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da... Scheiß drauf. Okay. Okay. Gut. Das schaffe ich nicht. Ich muss irgendwie außenrum hochkommen. Oh Gott, wo war denn die... Ach ja, stimmt, von hier kann ich... Ich werde dann auf jeden Fall von hier darüber auf den Balkon springen und dann vom Balkon aus da rum operieren. Aber erstmal warten wir jetzt, bis die beiden Guards da weg sind. Denn... Worst case wäre jetzt, dass mich eine von diesen beiden Spasti-Guards da spottet und... Nein! Ich nehme den Spasti zurück, dass mich eine von diesen beiden vollidiotischen Noob-Guards dort spottet, weil... Ich möchte Spasti nicht als Beleidiger an... Als Beleidigung anbringen, da ich ja auf dem Martinshof war und mit wirklich Geistbehinderten und mit Spastis, wie es ja wirklich im Fachbegriff heißt, zusammengearbeitet habe und ja, darauf... Also die Erfahrung war absolut scheiße, will ich nicht wieder machen, aber ein Spasti ist halt ein körperlich beeinträchtigter Mensch und das sind die ja nicht, die sind ja voll funktionstüchtig. Ich meine, klar, ein bisschen dumm sind sie, aber... Gut, ein bisschen sehr dumm sind sie, aber ja, ansonsten, gut. Genau. So, two to go, plus den Computer. Fuck. Komme ich da anscheinend also doch nicht lang. Gut. Ich muss warten, bis der da weg ist, weil... Ich muss auf jeden Fall per Leiter hoch, wie das gerade so aussah. Also ich werde es noch einmal probieren. Jetzt einfach mal hoffen, dass ich jetzt gut genug springe. Boah, Alter, wie viele Guards hier jetzt aber aus sind gerade, ey. Wisst ihr was? Da hinten ist... Oh, nee. Drei Guards, ey, das ist schon wieder so... Das ist schon wieder so zu viel. So dieses Quäntchen zu viel, so zwei Guards werden okay. Aber drei Guards sind einfach schade. Vor allem, wenn die sich jetzt so assi positionieren. Hallo! Bin ich Dachdecker oder was? Nee! Boah, mein... Es tut mir leid, dass ich jetzt in letzter Zeit immer so mit Akzent spreche. Ich möchte natürlich... Eigentlich will ich erstmal anfangen zu springen, aber... Da ich das ja nicht hinkriege, weil ich anscheinend zu... körperlich beeinträchtigt bin, wird es, denke ich mal, dabei bleiben. So. Wenn meine Theorie stimmt, dann ist da hinten in dem Raum ein Computer. So war es zumindest schon einmal. Und da müssten auch gleich die beiden letzten Beweismittel sein. Also die letzten Beweismittel sind da entweder hier oder da hinten auf jeden Fall.
Einen anderen Spawn gibt es. Es gibt nicht so sehr viele Spawns für die. Und das ist definitiv einer der Spots. Boah, es sind gerade so viele Guards da. Ne? Es ist schlimm. Puh, nein, da nicht hin. Jetzt geht er da halt auch noch hin, ne? Gut, da sind die beiden jetzt da und ich werde mich jetzt erstmal ganz kurz hier hinstellen und spotten, wann die beiden hier wieder weg sind. Weil ich muss, wie gesagt, gucken, dass Erhör um Erhör. Tut mir leid, aber ich habe es einfach voll Bock auf Chips gerade. Dass die beiden weggehen. Ich hasse das, wenn die sich einfach so AFK hinstellen und einfach nichts mehr auf die Reihe kriegen. Nur AFK. Das ist mein Kompagnon hier, der tatsächlich auch geht. Dahin sind die beiden letzten Beweismittel. Aber da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ne, der geht runter, ne? Oh, fuck. Also die gute Nachricht ist, dass in die letzten beiden Beweismittel, die... Warte mal, was? Neun? Bin ich jetzt gerade blöd? Ne, okay, ich bin nochmal wieder blöd wie ein Stück Scheiße. Aber wo ist denn hier ein verdammter PC, ey? Ich graf's nicht. Ja, icke. Hier ist keiner. Lol. Wo ist der PC? Die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Finden Sie jetzt den PC. Also das muss auf jeden Fall darunter. Und bei Gelegenheit kommt der kleine Freund hier auch noch mit mir. Puh. So. Das letzte Beweismittel hebe ich mir dann mal für die Flucht auf, sage ich mal, wenn wir dann gehen müssen. Ist da sonst noch jemand? Oder die, okay. Uff. Oh oh. Ich muss aufhören, so aggressiv zu spielen. Oh Mann, was wäre... Ich würde so viel geben, wenn ich jetzt mein Leben sehen dürfte. Aber nein, ich halte mich ans Verbot. No HUD. Und zwar wirklich komplett No HUD. Man muss es ja fair machen. So. Ich habe eine Vermutung, wo ich hin muss, was den PC betrifft. Aber... Es wird echt beschissen werden. Das wird mega beschissen werden. Lol. Hier ist eine Keycard, okay. Habe ich nicht schon zwei reingepackt? Da ist er. Genau den meinte ich. Und jetzt kommt's drauf an. I have no idea what I'm doing right now. Ich, ohne Scheiß, Leute, mein Herz pocht gerade echt. Du Flachwichser, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich doch niemals hin. Hälfte ist rum. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade langsam echt ein bisschen aufgeregt werde. 16. Da kommt einer. Er ist abgebogen. Alter, Heck, schneller. 9, 8, 7, 6, 5. Alter! Mein Herz klopft gerade wie nach dem Ausdauerlauf. Oh! Nimm den Code! Oh!
Mein Gott. Hello? Is it safe to come out? No sign of the clowns, right? So, eine Minute, liebe Leute. Eine Minute. Ohne jemanden zu killen. Und ihr könnt gucken, es gibt insgesamt 8 Beutel. 6 sind safe, der letzte liegt hier. Keine Guard bisher gekillt. Aber ich muss kurz dazu sagen, Pazifist geht hier natürlich nicht, weil ihr müsst ja natürlich Hector töten. Und zwar wirklich töten. Deswegen kann man den nicht, ihr müsst dem hier eine reinwürgen. Und das werde ich auch tun und dann werde ich ihn direkt hier hinbringen. Quasi an meinen Safe-Spot. Da muss ich nur noch mit dem hier rausstelfen, dann habe ich es auch geschafft. Okay. Okay. Nur noch ausstelfen, Leute. Nichts riskieren. Keiner da. Wir haben's. Also, 8 Backs, 5 Millionen. Keinen einzigen gekillt. Außer Hector. Das war Watch Dogs. Watch Dogs, Gott. Das war The Hoxton Revenge. Ohne Player Hut. Ich hoffe, weitere 5 Punkte für mich. Ich werde direkt mal an meinem Admin schreiben. Bis dann. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.